Hallo und willkommen zur neuen Buffed Show. Wir haben wieder für euch vier tolle Themen ausgesucht, und zwar World of Warcraft, Guild Wars 2, Neverwinter und Star Wars The Old Republic. Bevor wir allerdings mit den Takes starten, kommen die News. Am 3. September war es endlich soweit. Diablo 3 ist für Konsole erschienen. Ob Xbox 360 oder PlayStation 3, jetzt könnt ihr dem Teufel auch per Gamepad einheizen. Dabei vergisst man gern, dass es ein jahrelanger Kampf war, bis sich Blizzard überhaupt mal zum Thema Diablo auf Konsole konkret geäußert hatte. Dabei sind Action-RPGs doch wie geschaffen für die kleinen Gaming-Kisten. Besonders gut kommt das für die Konsolenfassung überarbeitete Loot-System bei den Spielern an, das sich aber laut Community-Managerin Lalira nicht so einfach auf den PC übertragen lässt. Schade, denn eine schnelle Beuteangleichung hätte die Computerfassung durchaus nötig. Der EU-Beta-Test von Hearthstone ist gestartet. Tausende von Spielern zocken sich derzeit durch das Tutorial des Sammelkartenspiels oder testen in Multiplayer-Partien ihre Decks aus. Wenn ihr bezüglich Beta-Zugang bisher leer ausgegangen seid, dann habt ihr auf buffed.de die Chance, einen zu gewinnen. Die Verlosung startet am Freitag, den 6. September und endet am Montag, den 9. September um Punkt 10 Uhr morgens. Zögert also nicht so lange mit der Teilnahme, denn wie immer, wenn es um Blizzard-Spiele geht, ist der Andrang groß. Drachenzähmen leicht gemacht? Nicht so im neuen Videotrailer zu BioWare's Dragon Age Inquisition. Der dritte Teil der Rollenspielserie soll sich wieder stärker am beliebten Erstlingswerk Origins orientieren und etwas weniger actionreiche, dafür aber taktische Kämpfe bieten. Einen ersten Eindruck davon bekommt ihr im jüngst erschienenen Gameplay-Video. Darin tritt ein einzelner Recke gegen einen Drachen an, andere Clips zeigen die Zerstörung ganzer Städte. Auch Kämpfe Mann gegen Mann bzw. Frau gegen Monster sind dabei. Wir sind gespannt, ob sich Inquisition am Ende auch so gut spielt, wie BioWare verspricht. Das war's zu den neuesten Nachrichten aus der Welt der Online-Games. Kommen wir zu Susanne und World of Warcraft. Am 11. September ist es soweit, da wird Mists of Pandaria um neue Inhalte erweitert. Und welche das sind, das zeigen wir euch mal. Am 11. September erscheint WoW Patch 5.4 und befindet sich dann auch auf den Live-Servern. Wir haben uns gedacht, in der Buffed-Show geben wir euch mal noch einen kleinen Überblick über die größten Features, die euch damit erwarten. Und hier befinden wir uns schon im Tal der ewigen Blüten. Um euch eines dieser Features vorzustellen, die meisten Leute werden es schon gehört haben, der Goldene Lotus ist nicht mehr ganz so vollständig in Patch 5.4 wie zuvor. Dementsprechend gibt es die ganzen Quest-Hubs nicht mehr. Das Quest-Hub, das ihr gerade gesehen habt, beim Tor der untergehenden Sonne, ist noch so vorhanden wie früher. Alle anderen gibt es aber nicht mehr so richtig. Deswegen sammelt ihr dann Ruf, indem ihr beispielsweise Monster im Tal der ewigen Blüten umbringt. Unter anderem diese ganzen Schargegner oder die Mogu, die umgezogen sind und sich ein bisschen weiter ausgebreitet haben. Hier seht ihr dann, wie das Ganze inzwischen ausschaut. Da sind die vom Schar befallenen normalen Monster. Auch die ganzen Endbosse, die ihr besiegen musstet, beispielsweise dieses Krokodil, das hier an dem Teich war, als es den Teich noch gab, könnt ihr auch bekämpfen. Das sind jetzt ganz normale, seltene Gegner. Die bringen euch dann noch eine extra Portion Ruf für den Fall, dass ihr den Goldenen Lotus noch nicht auf die Stufe Ehrfürchtig gebracht haben solltet. Ein paar Einzelheiten oder ein paar Details aus den täglichen Quests von dem Goldenen Lotus gibt es auch jetzt noch, beispielsweise hier diesen frischen Champignon. Das ist allerdings jetzt eine Kochzutat. Diese Zutaten halten dann 2 Stunden, sind also 2 Stunden lang in eurer Tasche. Daraus könnt ihr dann neues Futter kochen, nämlich Bufffood mit den Attributen plus 300, also beispielsweise 300 Intelligenz oder 300 Stärke. Das heißt, das lohnt sich dann schon. Ihr müsst es nur schnell verarbeiten. Andere Berufsänderungen, die euch erwarten, sind beispielsweise bei den Verzauberern. Da gibt es nämlich jetzt skalierende Verzauberungen, die werden herunterskaliert. Beispielsweise kann jetzt ein niedrigstufiger Twink künftig auch von der Waffenverzauberung Jadegeist profitieren. Und hier seht ihr das Kernstück des Patches, nämlich die neue Raid-Instanz. Den Eingang findet ihr im Tal der ewigen Blüten. Zur Schlacht um Orgrimmar. Dort gibt es 14 Bosse, die auf euch erwarten. Hier seht ihr gerade Galakras. Und die könnt ihr dann vermöbeln bis hin zum Endboss Garrosh, der natürlich der große Pandaria-Gegner ist. Mit seinem leicht durchgeknallten Verhalten.
Es gibt nicht nur eine neue Raid-Instanz, sondern auch einen neuen Raid-Modus, nämlich den flexiblen Raid-Modus. Der ist von der Schwierigkeit zwischen dem normalen Modus und dem Schlachtzugsbrowser-Modus angelegt. Also ein bisschen schwerer als der Schlachtzugsbrowser-Modus und ein bisschen einfacher als der normale Modus. Dafür könnt ihr aber auch zwischen 10 bis 25 Leute, also zwischen 10 und 25 Leute mit in die Gruppe dort hineinnehmen. Und die Lockouts für den Raid sind auch nicht geteilt mit den anderen Modi. Da gibt es dann auch ein bisschen bessere Beute als im Schlachtzugsbrowser-Modus. Unter anderem könnt ihr von Garrosh übrigens auch die Erbstückwaffen erbeuten. Die gibt es einzig im Schlachtzugsbrowser-Modus nicht. Das heißt, wenn ihr Bock habt, mit ein paar Leuten durch die Gegend zu ziehen, dann könnt ihr euch überlegen, mal den flexiblen Raid-Modus auszuprobieren. Dann gibt es eine häufige Frage von euch, nämlich gibt es mit Patch 5.4 wieder Tapferkeitspunkt-Items? Nein, gibt es nicht. Den einzigen Nutzen, den Tapferkeitspunkte haben, sind diese Aufwertungen, die ja schon mit Patch 5.3 überarbeitet wurden, dass sie ein bisschen günstiger sind. Auf jeden Fall ist es der einzige wirklich sinnvolle Nutzen, den ihr von den Tapferkeitspunkten habt, die ihr beispielsweise aus der Schlacht um Orgrimmar kriegt oder von weiteren täglichen Quests, die sich ja natürlich immer noch in Mists of Pandaria erledigen lassen. Hier seht ihr übrigens auch allerhand Charaktere in neuen Rüstungen. Natürlich gibt es auch neue Klamotten in Patch 5.4, unter anderem das Tier 16 Set und auch eine neue PvP-Rüstung, denn es startet auch die neue PvP-Saison. In der Arena gibt es dann auch eine Neuerung. Ihr braucht kein Arena-Team mehr, um mit Leuten in der Arena zu spielen. Ihr könnt einfach Gruppen von 2, 3 oder 5 Spielern zusammenstellen und euch damit in die Warteschlange einreihen. Und hier seht ihr Chromi, die Zeitwanderin, denn zu der werdet ihr geschickt von dem Schrein eurer Fraktion aus im Tal der ewigen Blüten, um auf die zeitlose Insel zu reiten, das zweite große Feature von Patch 5.4. Die zeitlose Insel liegt im Südosten vom Jadewald. Da kann man dann auch hinfliegen, wenn man die erste Quest erledigt hat und von Chromi nicht mehr teleportiert wird. Da seht ihr die Insel schon mal auftauchen. Und dort gibt es jede Menge Sachen zu erledigen. Im Prinzip könnt ihr einfach drauf losstolpern, alles anklicken, alles mal ausprobieren. Dort gibt es eine eigene Währung, zeitlose Münzen, die könnt ihr sammeln für diverse Items, die ihr kaufen könnt. Das zeigen wir euch gleich noch. Ansonsten gibt es da ganz viele Buffs, die ihr kriegen könnt. Seltene Gegner könnt ihr besiegen. Ihr könnt bis zu 5 Weltbosse bekämpfen. Denn, man könnte sagen, Patch 5.4 ist auch der Weltboss-Patch. Die findet ihr dann alle auf der zeitlosen Insel. Da haben wir gerade mal uns einen Buff für die Insel geholt. So sieht sie auch aus. Es gibt kaum tägliche Quests, nur ein paar Quests, die euch ein bisschen über die Insel führen, um euch mit allem vertraut zu machen. Ansonsten könnt ihr einfach tun und lassen, was ihr wollt. Das haben wir euch ja schon in diversen Videos gezeigt. Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch nochmal reinschauen. Und jetzt düsen wir mal rüber zum Hof der Erhabenen. Dort gibt es nämlich die ersten 4 der Weltbosse. Das sind nämlich die Erhabenen selbst, die euch eine Prüfung auferlegen und die könnt ihr dann bekämpfen. Genauso wie üblich bei den Weltbossen, wie das so ist. Eure Fraktion, wenn sie die getaggt hat, dann kriegt ihr auch die Belohnung dafür. Einmal in der Woche gibt es Beute. So funktioniert das Ganze. Gerade eben habt ihr auch Meister Lee gesehen. Der hat die Kampfhaustiere, also das Kampfhaustier-Turnier. Da könnt ihr dann in einem eigenen Szenario mit euren Kampfhaustieren gegen bestimmte NPCs antreten und dort eine hübsche Währung für kleine neue Pets gewinnen. Eben sind wir auch in einem Nudelwagen vorbeigeritten. Das ist eine besondere Quest für Köche. Die könnt ihr auf der zeitlosen Insel starten. Und dann, da seht ihr nochmal einen Nudelwagen. Könnt ihr dann eine ausführliche Quest machen, Nudelwagenrezepte lernen. Und auch ein Szenario freischalten, das ihr dann täglich erledigen könnt, um beispielsweise Tatzenmünzen zu bekommen fürs Kochen. Shao Hao ist eine eigene Fraktion. Bei dem könnt ihr Ruf sammeln, indem ihr ein paar bestimmte Gegner erledigt. Und dort gibt es auch Items. Aber wie ihr seht, kosten die keine Tapferkeitspunkte, sondern zeitlose Münzen. Damit ist das Ganze dann ein bisschen ausgehebelt, dass ihr
eure Tapferkeitspunkte dafür wieder ausgeben müsst. Außerdem gibt es auf der Insel auch Items, die ihr sammeln könnt. Das sind dann solche bestimmten Tokens, mit denen könnt ihr das in Rüstungsgegenstände verwandeln, die eure Klasse gebrauchen kann oder andere Charaktere auf eurem Account, denn diese Tokens sind an den Account gebunden und damit habt ihr dann relativ schnell einen guten Satz an 496er Items. Eine spezielle Aktion gibt es hier noch bei den Yongol auf der zeitlosen Insel. Dort könnt ihr nämlich beispielsweise diesen Sensor kaufen. Damit, wenn ihr den benutzt, werdet ihr für PvP gefleckt und könnt alle Charaktere, die PvP gefleckt sind, egal ob sie zu eurer Fraktion gehören oder nicht, angreifen. Und wenn ihr sie umbringt, dann erhaltet ihr eine besondere Währung, nämlich diese Münzen. Und dafür könnt ihr dann wieder ganz besonders tolle Sachen kaufen, beispielsweise ein interessantes Mount. Das dritte große Feature ist die Feuerprobe, die ihr besuchen könnt, indem ihr zu euren Klassentrainern geht oder in den Tempel des Weißen Tigers reist. Da kommt ihr dann in ein Solo-Szenario, wo ihr euch in euren bestimmten Rollen entsprechend beweisen müsst, gegen mehrere Gegner wählen. Da gibt es ein paar Händler, seht ihr, könnt ihr eure Klamotten umschmieden oder einen Stein holen. Ihr habt auch alle Buffs, die man haben kann. Das passiert vollautomatisch. Und dann startet ihr bei dem Rotun dann die entsprechende Herausforderung, die ihr machen wollt. Wie gesagt, es gibt mehrere Wellen. Es gibt auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Bronze, Silber und Gold sind die normalen. Dann gibt es noch einen Endlos-Modus. Da könnt ihr dann euch so lange austoben, wie ihr durchhaltet. Und so schaut das Ganze dann aus. Ihr müsst innerhalb eines bestimmten Zeitlimits diese Gegner beseitigen und ihren Angriffen entgehen, damit ihr dann in die nächste Runde kommt. Und damit beenden wir mal unseren Überblick über Patch 5.4. Wie gesagt, der erscheint am 11. September und WoW-Fans werden ganz bestimmt mal reinschauen. Lasst euch also die großen Neuigkeiten nicht entgehen. Hindert ihn am Weglaufen, wenn ihr könnt. Von Azeroth nach Tyria. Jürgen zeigt uns in Guild Wars 2 den neuesten Content-Patch. Der erzählt nämlich die lebendige Geschichte weiter und da geht es um eine kleine Box. Ja, was ist das denn für eine merkwürdige Grafik? Das erinnert ja irgendwie so an selige Nintendo-Zeiten und das nicht nur aus Zufall. Denn Jürgen und ich, wir haben uns im aktuellen Patch für Guild Wars 2 umgeschaut, denn da gibt es einen neuen Teil der lebendigen Geschichte und das hier hat quasi Konsolengeschichte. Richtig, also das ist die Super Adventure Box. Das ist eine Hommage an das Super Nintendo, an das Nintendo 64 und diese ganzen tollen Konsolen aus den 90ern. Und man sieht schon, die Grafik ist hier halt komplett auf so blockiges, pixeliges 8-16-Bit rum. Allein die Sounds, aber wenn er springt, so blub, blub. Ja, genau, das sind diese Jump-Sounds. Also das ist total so Mario-mäßig. Ja, laufen Mario und Luigi hier auch rum oder irgendwie solche Pendants, Cameo-Auftritte? Ja, nee, also ich habe jetzt nicht direkt Mario und Luigi rumlaufen sehen. Ich glaube, da hätte Nintendo auch ein Problem damit. sie haben aber den Asura, also das sind diese kleinen Erfinderwichte aus Guild Wars, und der das erfunden hat, der heißt Moto. Und ich glaube, der Erfinder von Mario heißt auch irgendwie so ähnlich. Ah, okay. Also da gibt es irgendein Namens-Hommage an den auf jeden Fall. Und man sieht schon, hier ist dieser Quest-Hub sozusagen. Da kann man sich entscheiden, wo man hin möchte. Und ich habe jetzt ein paar Kameraden gefunden, die mit mir die Welt 2 machen. Das ist eben neu dazu gekommen. Aber erklär doch mal uns Außenstehenden, wie kommt es überhaupt dazu, dass so eine Nintendo-Welt Einzug in Guild Wars hält? Das ist ja kein Zufall. Ja, das ist in der Tat kein Zufall. Das Ganze war im Prinzip eine Art Appeal-Scherz von Arianet aus dem April eben. Und die haben am 1. April eben in dieses Ding reingebracht, ins Spiel, und haben wir gesagt, hey, da habt ihr es. Und das hat auch die Story, dass ja, diese Asura, die haben so ein, das ist so ein Kinder-Education-System im Prinzip, wo die eben das lernen, wie man springt und sich bewegt und sowas. Okay. Und das ist auf eben den so Heldenalltag vorbereitet durch, genau, Videospiele. Das kommt mir bekannt vor. Richtig, also das ist bei den Asura nicht, die machen. Da machen ich habe das als Kind blöd. Genauso gemacht. Das ist, genau, total logisch und sinnvoll. Ja. Also das ist super. Und das dürfen jetzt eben alle ausprobieren. Also in der neuesten Geschichte dazu heißt es auch, ja, wir haben es gemacht für unser Volk und für die Menschen. Und für die Chao und die Noren, da behaupten wir einfach, die können es nicht. Und dann werden sie es trotzdem machen.
weil sie es beweisen wollen, dass sie es trotzdem können. Und ja, das ist im Prinzip eigentlich als Spaß gedacht. Aber wie wir ja erfahren haben mit der neuesten Geschichte, die sie geschrieben haben, gibt es da auch ein dunkles Geheimnis wohl. Denn, ich meine mich recht zu erinnern, der Programmierer dieser virtuellen Realität im Spiel hat also Dinge gefunden, die er gar nicht reingebracht hat. Und von daher ist anzunehmen, dass da noch viel mehr dahinter steckt. Genau, also wir erfahren es Mitte des Monats. Dann wird nämlich wieder ein Update kommen und wir haben ja immer noch unsere böse neue Schurkin, die Scarlett Dornstrauch, und die ist ja auch eine Ingenieurin, die auch bei den Azura studiert hat, und die könnte natürlich da auch noch ihre bösen Pfoten im Spiel haben. Oh je, wir werden also sehen, wie es weitergeht. Was ist denn überhaupt das Ziel deiner Quest gerade? Du springst da munter diesen Berg hoch, wo gehst du hin? Wir wollen einfach durchkommen. Es geht darum, dass man so diese Welten bereist und die Prinzessin befreit, also wie Mario. Man muss eben da, ja, wie auch bei Mario in dieser 3D-Welt, eben dann nach und nach zu den Checkpoints kommen. Das haben wir jetzt auch gleich erreicht. Das zum Beispiel jetzt so eine Schildkröte, die muss ich, also es sind immer so geile Mechaniken, zum Beispiel haue ich die jetzt um. Du musst auf den Boden drauf springen, ich bitte genau. dich. Ja, jetzt muss ich drauf springen, die muss ich erst auf den Rücken legen, sonst beißt sie mich. Jetzt bin ich auf der Schildkröte, jetzt kann ich da hoch und dann komme ich ins nächste Level. Und da muss ich jetzt diese komischen, ja gut, das ist schief. Also man haut sich das so richtig übel runter. Das ist echt, also es ist wirklich schwer auch. Also das sieht so einfach aus, aber. Wie viele Anläufe hast du gebraucht, um da durchzukommen? Ich habe da, glaube ich, 2 Stunden gestern mich da durchgefrustet. Und Netto-Spielzeit ist, wenn man es auf Anhieb schaffen würde? Das siehst du ja jetzt im Prinzip also nicht viel. Also wenn da 10, jeder Sprung sitzt, 12 dann, Minuten. Dann hast du in 5 Minuten so ein Ding durch. Auch nicht schlecht. Und das ist zum Beispiel auch kein Mind. Du musst immer diese Krokodile, die musst erstmal eine aufs Maul hauen, dann sind sie bewusstlos und dann kannst du drauf springen. Ja, jetzt mal die Frage, wie hat es denn den Spielern gefallen? So im Game gab es im Chat irgendwie positives oder negatives Feedback und die Leute so Sprunganlagen und haben die Leute gesagt, geil, also Mario. Das Ding ist so beliebt gewesen damals, dass Leute. Im April, genau, dass Leute Petitionen geschrieben haben, dass sie es bitte, bitte halten sollen. Aber Aeronet hat er nie Gnade mit den Leuten, die machen das immer wieder weg. Ja, es geht ja auch nur bis Anfang Oktober. Da gibt es sogar ein konkretes Datum, wenn ich mich nicht irre. Ja, es müsste der 3. Oktober sein, wenn ich mich nicht täusche. Tag der Deutschen Einheit. Oh, schade. Und ist natürlich, vielleicht lassen sie was drin, das weiß ich immer nie genau. Aber es ist wahrscheinlich, ist es dann wieder abgeschalten und wird dann irgendwann wieder eröffnet. Das ist jetzt auch sehr cool. Ist das genau dasselbe Ding, was wir im April schon hatten? Nein, das ist eine neue Welt jetzt. Die alte ist auch noch Welt. Da. Also es gibt auch die alte Welt noch, aber ich habe die neue jetzt ausprobiert mal. Ja. Die alte kennen wir ja schon. Das heißt, vielleicht könnte in einem späteren Zeitpunkt diese, die vom April, und dann wieder eine neue erscheinen. Natürlich, also die bauen ja immer wieder neuen Content rein. Also das kann man Aeronet wirklich nicht vorwerfen, dass sie irgendwie nicht genug Content machen. Ich fühle mich echt in meine Kindheit zurück. Ja, das ist wirklich unglaublich. Also das haben die super hingekriegt. Also ich meine, ich bin jetzt echt kein großer Fan von Jump'n'Runs, aber... Nee, ich falle auch immer eher runter. Ja, ich falle da auch runter wie bescheuert. Da muss man so drunter fallen. Genesis, das habe ich geliebt. Also da haben wir richtige Wettbewerbe laufen gehabt, wer das Spiel wie oft am Stück hintereinander spielen kann. Okay. Also durchspielen kann, weil du hast ja nur eine bestimmte Anzahl von Leben. Es gibt zwar ein paar Level neue Leben dazu sozusagen, aber irgendwann war natürlich mal Schluss, weil es dann, weil die Konzentration dann nachließ. Ja. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Mal am Stück. Das ist so, das ist mein Rekord, mein persönlicher. Ja, also man hat auch übrigens auch Leben. Also du siehst da unten so ein Icon 03 mit so einem Männchen dran. Wenn ich sterbe, dann verliere ich das und muss wieder von vorne anfangen. Wow. Komplett von vorne. Ja, nicht komplett. Also ich glaube, du hast dann noch so Münzen, die du einwerfen kannst. Und Coins. Dann kannst du nochmal spielen. Ja, wie beim Automaten. Ja. Und die Münzen musst du dir kaufen, indem du Monster grindest. Oder du kaufst dir unendliche Münze gegen Echtgeld. Dann kannst du es unendlich oft machen. Total geil. Also gut, klar. Also es ist natürlich ein bisschen frustig für die Leute, die keine Kohle investieren wollen. Aber ja, aber man kann sich so war das früher. Ich meine, das war in den Spielotheken halt nicht anders. Ne? Ja. Und auch da war es öfters frustig, weil wenn du dann gestorben bist, da gab es dann keinen Save Point oder sowas, ne? Sondern zack, wieder von Anfang an. Ja, also man kann, wenn man Leben verliert, kommt man den nächsten Safe Point und wenn man ganz drauf geht, dann kommt man auch wieder in den Safe Point, aber man kostet halt so eine Münze und wenn man keine mehr hat, dann muss man ganz raus und sich neue Münzen kaufen oder farmen. Oh mein. Und hier ist halt so eine Flussfahrt, da kommen schon die Ninjas, die hier anspringen und das ist auch ein bisschen so... Piraten-Ninjas. Ja, der Fisch-Ninjas sind das, glaube ich, sogar. Also ich weiß jetzt nicht genau, was die darstellen sollen. Was hier witzig finde ich, immer diese blauen Dinger, was ist denn das? Das ist irgendwie der Absprung oder so, oder wird der Level dann gestartet oder was ist das? Diese blauen Dinger, das sind die Checkpoints. Ah, das sind die Checkpoints. Gut. Genau. Und da geht es jetzt, also da war jetzt auch die Stelle, wo wir dann gescheitert sind, wenn uns die Leben ausgingen.
Und oh nein. Das haben wir noch geschafft. Also das Krokodil, da hat jetzt auch die Schurkin daneben dran. Wie haust du jetzt drauf? Schaltest du es einfach auf und aktivierst den Fernkampf-Skill? Ja, ich muss ganz klar angeben beim Stecken. Oder in dem Fall hat die Schurkin einen Wurfgeschoss gehabt. Die haben wohl verschiedene Kräfte, die einzelnen Klassen. Als Krieger habe ich halt so ein Stecken, mit dem ich hauen kann. Ah, das heißt, du kriegst diese Waffen gestellt dafür. Ja, genau. Ich bin übrigens immer gleich mit meinem Charakter. Also ich kann als Stufe 80 Krieger bin ich genauso gut wie als Stufe 1 Krieger. Ah, das ist natürlich sehr schön. Also das ist wieder das gute alte Guild Wars System, dass jeder mitspielen darf, egal wie gut oder schlecht er ist. Mhm. Und da kommt jetzt ein Zwischengegner, nämlich Yogi Bär oder keine Ahnung, was das sein soll, der sich da beschwert, dass wir sein Ding da kaputt hauen, sein Wald. Wie heißt der Typ? Ich kann den Namen gerade nicht lesen da. Ja, die Auflistung ist ein bisschen komisch, ja. Es ist so ein Bärenverzieher. Und der macht so Flächeneffekte, aber der war jetzt relativ einfach zu besiegen noch. Okay. Aber da gibt es noch später, ich habe in so einem Livestream von Aeronet noch ganz gemeine Bosse gesehen, die dann noch kommen sollen. Aber das Ding, da muss man wirklich gut sein. Also das heißt, du hast es jetzt nicht zu Ende gebracht und das heißt, die paar Minuten sind jetzt auch nur ein Teil davon. Wie lange geht es denn ungefähr noch weiter nach dem Punkt, wo du dann gleich scheitern wirst? Also ich habe noch nicht einmal die erste Level durchgeschafft. Also denke ich mal, das ist, ja, es ist wirklich sau schwer und ich hatte ja dann keine Münzen mehr irgendwann mal. Und da habe ich so ein Ding gefressen zum Beispiel. Und dann wird es halt richtig schwierig. Und jetzt und wie viele Level sind es insgesamt nochmal? Ich glaube, danach kommen dann noch die Klippen der Schmerzen. Und dann kommt noch so ein komischer Tempel mit einem Sturmzauber. Und ich glaube, das sind noch 2 oder 3 Level mindestens. Ach du, Punkt, Punkt, Punkt. Jo, aber jetzt kommt noch was Schlimmeres. Nämlich, das ist nämlich jetzt der bockschwere Modus. Bockschwere Modus. Und das siehst gleich, du gehst dahin und du stirbst. Weil da darfst du nicht hin. Das ist einfach total unfair, weil alles dich umbringt. Ist das irgendwie Learning by Doing, ja, oder genau. Was? Genau. Jetzt weiß ich schon mal, da darf ich nicht hin. Also mache ich irgendwas anderes, ich springe in die andere Richtung. Ja, da darf ich lang, super. Yay. Dann denke ich mal, gut, mal schauen, was dann passiert. Oh, da ist doch ein Picknick. Das ja, das nett. Passiert komischerweise nichts. Das hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht. Ich habe auch gedacht, so kommt irgendwie eine Armee von Ameisen und frisst dich auf. Genau, aber so. Zu erwarten. Dafür passieren da andere schreckliche Dinge. Zum Beispiel, achten wir auf die Blumen. Bam, was? Explodieren nämlich manchmal. Explodierende Blumen. Ich glaube, die Roten sind die Bösen. Das erschüttert mein Grundvertrauen. Genau, da fängst du mal wieder an. In diesem Scheiß-Tang dann. Du bist da lang gehen, das sind diese Wolken. Wenn die böse, dann hauen sie dich um. Also, schlechte Idee. Das ist mal ganz tough vorhin. Dann gehst du da hinten und denkst, ah ja, vielleicht kann ich der Typ über diese Steine. Ja, 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 ja. Geht's nicht lang. Nicht. Dann geh ich zurück, dann spiegt mich der Stein an. So. Ja, und du, bist damit, du kommst dir halt echt vor wie so ein komischer, so ein Hamster in so einem Versuchslabor. Da ja. Zack, wieder selbe Fehler. Wieder selbe da war ich auch Fehler. Blöd. Ja, du könntest über das Wasser probieren. Da war ja, so ja das mache ich jetzt auch gleich. Ah, sehr gut. Siehst du, ich habe schon gesehen, da hinten, ne? Genau. Die wollten dich nämlich hier mit dem Picknick locken und dann kannst du von ich meine, ich bin ein bisschen hartnäckig. Ich denke, irgendwie muss ich doch da durchkommen. Nein, du musst aufs Wasser, das ist so eine Insel. Ja, ich bin stur. Ich merke das schon. Trial and error. Und ich denke, dieser Modus, der ist so ein bisschen auch geschuldet. Ach gut, die Blume war harmlos. Wenn man da aus der Geschichte ja weiß, die Box ist irgendwie böse. Ich glaube, die ist da, das ist so ein erster Vorgeschmack. Da sind jetzt diese Dinge, da kommt man aber seitlich vorbei. Also da hat es mich jetzt noch ein bisschen erwischt, aber nicht komplett. Man kann es auch ganz unverwundet schaffen. Ah. Da oben dann wieder Blumen ausweichen. Da war ich jetzt schon vorsichtiger. Und da kommen natürlich auch Gegner, zum Beispiel da so eine komische Schlange, die irgendwelchen Schmarrn da spuckt. Da dachte ich mal, jetzt hau ich sie um. Nö, der Boden ist durchsichtig. Geile Sache, geile ja. Sache. Und wenn man stirbt, dann ist man in dieser komischen Hölle und muss dann eine Münze einwerfen oder man wird zerquetscht von diesen Wänden. Ja, da fällt die Wahl leicht. Mhm. Jürgen, das ist eine, naja, sag ich mal, spezielle Erfahrung in einem Online-Rollenspiel. Was glaubst du, wie viel Zeit wirst du noch darauf verbrennen? Also ich bin natürlich auch so ein Kompletionist einfach, der einfach alles gerne hat und man kriegt natürlich wieder Belohnungen, Achievements, Minipads, Waffenskins. Also ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich ein paar Münzen zusammenfahre und mich dann vielleicht mit ein paar Kumpels nochmal einstürze, die das besser können. Und weil Spaß machen tut es auf jeden Fall, aber es ist halt wirklich, wirklich schwer, auch außerhalb von diesem bockschweren Modus, weil Guild Wars ist halt kein Jump'n'Run, das heißt, es hat jetzt nicht die perfekte Kollisionsabfrage. Dann spiele ich einen Char, die sind super beschissen zum Springen, weil die so groß sind. Mhm. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal machen, weil es macht einfach einen Heidenspaß. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß beim Laufen, Springen und Herunterfahren.